Hallo meine Lieben, hier ist mal wieder eure Crazy Owl. Und ich bin heute hier mit einer kleinen Einführung in die Rauhnächte. Ab dem 21.12. bis zum 6. Januar wurden ja traditionell die 12 Rauhnächte begangen. Da könnt ihr auch nähere Infos hierüber in unserer kleinen Fibel Jahreskreisfeste finden. Und ich dachte mir, nachdem sich die Eule ja zwischen den Jahren ein bisschen Urlaub gönnt und ein bisschen selbst die Rauhnächte begeht und außerdem noch die Monatslegungen für Januar für euch macht, dass ich euch als kleines Geschenk, Goodie meinerseits, Videos aufzeichne, um euch durch die Rauhnächte zu begleiten. Also die Rauhnächte oder sogenannten Rauchnächte, deswegen wird hier auch fleißig geräuchert mit der Räuchermischung Rauhnächte, sind eben die 12 Nächte, die zwischen dem 21. Dezember, also Wintersonnenwend, und dem 6. Januar begangen wurden. Dabei steht jede dieser Nächte für einen Monat im neuen Jahr. Also die erste Rauhnacht für den Januar, die zweite für den Februar und so weiter und so fort. Wann ihr diese Rauhnächte genau begeht, das macht bitte nach eurer Stimmigkeit. Ich bin kein Freund von Dogmen, von festgelegten starren Strukturen, sondern für mich ist ein Ritual oder eine rituelle Vorgehensweise ist für mich immer eine bewusste Handlung mit einem bestimmten Ziel, das aber deiner eigenen Stimmigkeit folgt. Also wie du diese Rauhnächte begehen möchtest, mach das bitte aus deiner Intuition und deinem Herzen heraus und nicht, weil irgendjemand sagt, ja, das muss jetzt genau da sein, ja. Ich möchte euch aber gerne hier mit einer kleinen Einführung einfach eine Anregung mitgeben, wie ihr die Jahreskreisfeste begehen könnt. Ihr findet dort in der Community einen Beitrag, wo ich auch die Möglichkeit mit den 13 Wünschen beschreibe. Da könnt ihr gerne in der Community nochmal nachschauen. Und ich würde gerne für euch zu jeder Rauhnacht eine kleine Legung machen, wo ich schaue, okay, welche Rune, welche Energien sind da in dem jeweiligen Monat, in der jeweiligen Rauhnacht im Feld, dass ihr das vielleicht unterstützend und begleitend zur jeweiligen Rauhnacht euch anschauen könnt. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Genau, das war jetzt also die kleine Einleitung. Wie gesagt, Rauhnächte finden zwischen dem 21. Dezember und dem 6. Januar statt. Manche machen das dann so, dass sie wirklich sagen, okay, die drei Weihnachtstage, also Weihnachten, also Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, pausieren sie die Rauhnächte und teilen sich eben dann die 12 Nächte so auf, wie ihr das tun wollt. Wie gesagt, hört da auf euer Herz und auf euer Bauchgefühl. Genau. Ich werde in jeder Legung zu jeder Rauhnacht eine Tarotkarte ziehen. Ich werde mit den Lenormand-Karten klären und auch eine Rune dazu ziehen und einfach mal schauen, welche Energien sich da für die jeweilige Rauhnacht, den jeweiligen Monat im neuen Jahr so zeigen mögen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und weise schon mal darauf hin, dass ich mir, wie gesagt, auch ein bisschen Auszeit nehme. Und es während dieser Zeit keine Tagestendenzen gibt auf Facebook und auf YouTube und auf Instagram, damit ich einfach da auch in Ruhe den Raum für mich und meine ja, seelische Vorbereitung auf das neue Jahr genießen kann. Ich hoffe, das ist ein schöner Ausgleich für euch und ich wünsche euch, wie gesagt, zauberhaftes Julfest, zauberhaften Heiligabend, wunderschöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und wie immer, fühlt euch umärmelt und gedrückt und wir sehen uns dann vielleicht in der ersten Rauhnachtslegung wieder. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.